Grüß dich, ich spiele die Tagesherausforderung vom 19.06.2023 auf der Gravürzinsel, Schwierigkeitsstufe Mittel. Das Affenwissen habe ich bei mir deaktiviert, damit mir jeder folgen kann. Und uns stehen hier lediglich 3 Affen zur Verfügung. Das wird schon sehr interessant werden. Okay, los geht's. Ohne Affenwissen kann ich mir das Affenfliegerass hier gar nicht leisten und muss deswegen mit dem Alchemisten beginnen. Also der Alchemist kommt hier an diese Stelle hin und zwar so weit nach rechts wie möglich, dass er noch einen Teil von diesem Weg hier abdecken kann, okay? Also Alchemist wird hierhin platziert und wie du sehen kannst, deckt er noch ein kleines bisschen von diesem Weg ab. Also, ich lasse das Spiel jetzt schnell laufen und unser Alchemist muss ein paar Bloons zum Platzen bringen, damit wir ihn später verkaufen können und ein Affenfliegerass aufs Feld bringen können. Und das wird in Runde 4 soweit sein. Ja, also wir müssen circa 500 Affendollar verdienen. Und dann können wir uns das Affenfliegerass hier leisten. Am Anfang kommen ein paar Bloons durch, aber das ist nicht weiter schlimm, lässt sich nicht vermeiden. Also, wir sind schon in Runde 3. Mach dich also bereit, hier den Alchemisten zu verkaufen. Am besten dann in dem Moment das Spiel langsam laufen lassen. So, Runde 4 ist da. Noch nicht ganz. Jetzt ist Runde 4 da. Ich lasse das Spiel langsam laufen, verkaufe den Alchemisten und platziere mein Affenfliegerass hier an diese Stelle hin. Und dann ganz wichtig, musst du hier bei Zielvorgabe Symbol für unendlich einstellen, damit er hier schön in der Gegend bleibt. Das Affenfliegerass meine ich und so viele Bloons wie nur irgend möglich zum Platzen bringen kann. Als erste Verbesserung machen wir hier die Stufe 1 auf der mittleren Reihe. Dadurch kann er explodierende Ananas auf die Strecke werfen und hier massenweise Bloons zum Platzen bringen. Wir benötigen später auch noch die Stufe 2, aber zuerst kommt mal die Stufe 1 auf der mittleren Reihe dran, damit er hier noch schneller Pfeile verschießen kann und dadurch natürlich noch mehr Bloons zum Platzen bringen kann. Oder wir könnten jetzt auch einen Alchemisten aufs Feld bringen. Nee, ich spare mir das Geld für die Stufe 1. Beim Affenflieger ist so, Stufe 1 ist da in Runde 8. Jetzt kann er seine Pfeile schneller verschießen. Und jetzt muss ich mir überlegen, bringe ich einen Alchemisten hier aufs Feld oder spare ich mir das Geld für ein zweites Affenfliegerass, denn ich werde auf jeden Fall noch ein zweites benötigen. So viel ist mal sicher. Die Bloons werden hier nämlich immer schneller und ja, wollen durchs Ziel halt entkommen. Aber das will ich natürlich nicht zulassen. Darf ich nicht zulassen, sonst werde ich verlieren. Okay, wie in Runde 11 machen wir, soll ich viel mehr Pfeile nehmen oder soll ich mir, nee, ich spare mir das Geld für ein zweites Affenfliegerass zusammen. Genau, in Runde 12 platzierst du ein zweites Affenfliegerass hier an diese Stelle hin, so weit nach rechts wie möglich, so in etwa. Dann sagst du hier bei Zielvorgabe wieder Symbol für unendlich und du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass sie nicht synchron fliegen, so wie jetzt. Das heißt, bei diesem Affenfliegerass, bei dem zweiten, musst du hier einmal auf dieses Symbol klicken, dann fliegt er halt in die entgegengesetzte Richtung und so soll es auch sein. Okay, beim zweiten Affenfliegerass machst du jetzt auch die Stufe 1 auf der mittleren Reihe und dann sparen wir uns das Geld für Schnellfeuer zusammen für die Stufe 2, für die Stufe 1 auf der ersten Reihe, so stimmt's. So, Stufe 1 ist da, jetzt haben beide 1-1-0 als Verbesserung. Und was machen wir jetzt? Wir müssen uns auf jeden Fall Geld für die Stufe 3 zusammensparen auf der mittleren Reihe. Also ich mache erstmal die Stufe 2 beim ersten Affenfliegerass. So, Stufe 2 ist da in Runde 18 und dann gleich hinterher noch das Bomberass. Dadurch kann er wirklich massenweise Bloons platzen lassen. Also diese Verbesserung lohnt sich auf jeden Fall. Also Stufe 3 ist da in Runde 20. Tada! So. Und jetzt kann er Bomben abwerfen und massenweise Bloons hier zum Platzen bringen. Wir machen hier auch gleich die Stufe 2 auf der ersten Reihe. So, die habe ich wahrscheinlich erst in der nächsten Runde. Nö, noch in Runde 22. Okay, jetzt kann er hier noch mehr Pfeile verschießen. Und das gleiche machen wir jetzt hier auch bei diesem Affenfliegerass, also bei dem zweiten. Der bekommt erstmal die Stufe 2 auf der mittleren Reihe und gleich hinterher noch die Stufe 3. Dann kann er hier auch Bomben abwerfen und massenweise Bloons zum Platzen bringen. Das ist sehr wichtig, denn wie du sehen kannst, kommen die Bloons immer weiter und sind immer schneller. Okay, Stufe 3 beim zweiten Affenfliegerass ist da auf der mittleren Reihe. Jetzt kann er auch Bomben abwerfen und wir machen auch die Stufe 2 auf der ersten Reihe. Das wird, ja, noch in diese, nee, erst in Runde 28 ist es soweit. Okay, das passt erstmal soweit. Und was machen wir jetzt? Wir platzieren hier einen Alchemisten auf die Strecke hin. So in etwa kommt er hin an diese Stelle. Und zwar so, dass er noch dieses Affenfliegerass hier mit Tränken bewerfen kann. Aber das kommt erst später. Bei dem machst du hier Zielvorgabe stärkster Gegner.
Und als nächstes entfernst du hier diese Palmen. Zack, das kostet 1000 Affendollar. Solltest du aber genug Geld in Runde 32 dafür zusammengespart haben. Und jetzt kommt ein drittes Affenflieger ist hier an diese Stelle hin, und zwar so weit nach oben wie möglich. Achte darauf, dass du den wirklich korrekt platzierst, denn hier an diese Stelle muss noch ein Affendorf hin platziert werden. Also, drittes Affenflieger ist kommt hier an diese Stelle hin, wie gesagt, so weit nach oben wie möglich. Und ja, es ist bei mir da in Runde 35, und jetzt machst du bei ihm hier oben Schnellfeuer und sagst dir Zielvorgabe, auch Symbol für unendlich. Dann machst du noch viel mehr Pfeile bei diesem Affenfliegerass und gleich hinterher noch das Kampfflugzeug. So, Kampfflugzeug ist da. Wunderbar. Und wir sparen uns das Geld auch gleich für die Stufe 4 zusammen, denn bald kommt ja der Moab, aber mach dir keine Sorgen. Bis dahin sollten wir das Geld dafür zusammengespart haben. Ich meine, wir haben ja schon knapp 1500 Affendollar. Bis dahin kriegen wir das Geld auf jeden Fall zusammen. So, wir machen bei dem auch hier noch schärfere Pfeile. Aber erst später, erst nachdem wir hier die Stufe 4 verbessert haben auf der ersten Reihe. 1000 Affendollar fehlen uns noch. Aber wie gesagt, wir bekommen das schnell zusammen. Okay, in Runde 39 solltest du das Geld dafür zusammengespart haben. Und jetzt machst du bei diesem dritten Affenflieger erst noch die Stufe 1 auf der letzten Reihe. Das war's auch schon. Der bleibt so, wie er ist. Und jetzt gehst du zum Alchemisten, machst hier oben die Stufe 2 und auf der letzten Reihe die Stufe 1. Okay, dann kann er sie mit Säuretränken bewerfen. Und dadurch können sie auch Bleiblunds platzen lassen, beziehungsweise dieses dritte Affenfliegerass. Die anderen können das ja durch ihre Bomben schon machen. Okay, nimm ein Affendorf und platziere es hier so weit nach rechts und so weit nach oben wie möglich. Das ist auch ganz wichtig, also in etwa so. Und dann machst du hier auf der mittleren Reihe die Stufe 2, den Radarscanner. Dadurch kann dieses Affenfliegerass auch jetzt getarnte Bloons bekämpfen. Und wir platzieren jetzt hier noch ein viertes Affenfliegerass hin, und zwar geh erstmal zum Affendorf, mach hier größerer Radius, und jetzt platzierst du ein viertes Affenfliegerass hier hin, und zwar so weit nach unten wie möglich, so dass es im Radius vom Affendorf ist. Das ist auch ganz wichtig, also in etwa so. Gib dir da Mühe bei der Platzierung. Und jetzt machen wir hier oben die Stufe 2 auf Stufe 2 auf der ersten Reihe und die Stufe 3 auf der letzten Reihe. Sag hier oben bei Zielvorgabe, da sagst du auch Symbol für unendlich, genau. Und in Runde 47 solltest du genug Geld für die Stufe 3 auf der letzten Reihe zusammengespart haben. Okay, das passt erstmal soweit. Jetzt gehst du zum Affendorf, machst hier die Stufe 2 auf der ersten Reihe. Dadurch können diese beiden Affenfliegerasse schneller feuern. Und jetzt nimmst du noch einen Alchemisten, und hier ist die Platzierung wirklich wichtig. Platzieren hier so weit nach links wie möglich, so in etwa. Also wirklich so weit nach links wie möglich. Da müssen noch zwei hinplatziert werden, so in etwa. Und dann machst du hier oben nur die Stufe 2 und auf der letzten Reihe die Stufe 1. Dadurch kann dieses Affenfliegerass jetzt auch Bleibloons platzen lassen. Das kann es momentan noch nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Wir machen hier gleich die Stufe 3 Verbesserung beim Affendorf, und dadurch kann er dann alle Bloon-Arten platzen lassen. Kostet immerhin 7500 Affendollar. Wobei, das könnte ich eigentlich auch erst später machen und mir erst das Geld für die Stufe 4 hier zusammensparen. Ja doch, das könnte ich tun. Ich glaube, ich lasse das auch erstmal, diese Verbesserung, und spare mir das Geld für die Stufe 4 bei diesem Affenflieger erst zusammen. Ja, also ich sollte das vor Runde 63 auf jeden Fall noch verbessern, weil da kommen ja sehr viele Keramikbloons, und ja, bis dahin sollte ich die Stufe 4 bei diesem Affenflieger erst auf jeden Fall freigeschaltet haben. Aber das geht relativ schnell, wir haben ja das Geld schon fast zusammen. 23.000 Affendollar kostet das. Ich könnte die zwei hier verkaufen. Dadurch würde ich 5000 Affendollar zusammenbekommen und dann hier sofort auf Stufe 4 gehen. Das heißt, wir müssten circa bis 19.000 hier hochgehen. Und dann könnten wir die beiden verkaufen und ja, sofort hier in Stufe 4 investieren. Aber ich denke, das ist noch nicht notwendig. Momentan kommen sie sehr gut mit diesen Bloonwellen zurecht. Deswegen lasse ich das mit dem Verkaufen. Die Bloons kommen maximal bis hierher. Also von daher passt das noch. Okay, wir haben das Geld schon fast zusammen. 23.000 Affendollar kostet ja der Spaß. So, markiere hier gleich mal dieses Affenfliegerass und mache hier die Stufe 4 Verbesserung in Runde 59 würde es wahrscheinlich soweit sein. Ja doch,
In Runde 59 so, sollten wir so viel Geld verdient haben. Jawohl, Geld ist da. Ich mache hier die Stufe 4 bei diesem Affenflieger. Und jetzt ist er wirklich super stark. Hier kommt der erste BFB, aber den werden sie lockerlässig auseinandernehmen. Der kommt nicht wirklich weit. Also, nimm jetzt einen zweiten Alchemisten und platziere ihn hier an diese Stelle hin. Also wirklich so nah wie möglich an den ersten heran. Bei dem machst du ja oben auch die Stufe 2 und die Stufe 1 auf der letzten Reihe, also 201, und dann nimmst du noch einen dritten Alchemisten und machst das gleiche mit 201 als Verbesserung. Okay, das passt erstmal soweit. Die bewerfen jetzt dieses Affenfliegers mit Säuretränken, dadurch kann er dann auch Bleibloons platzen lassen. Ist wirklich super effizient das Ganze. Ich glaube, wir bräuchten nicht einmal hier die Stufe 3 Verbesserung auf der mittleren Reihe, aber ich mache das trotzdem. Ich werde jetzt gleich diese beiden hier verkaufen. Wobei, das ist auch nicht einmal notwendig. Doch, ich verkaufe sie jetzt einfach mal. Also, ich verkaufe diese zwei hier. Diese zwei Affenfliegers von Beginn, die ich am Anfang platziert habe, meine ich. Und dann mache ich hier die Stufe 3 beim Affendorf. Und jetzt können diese beiden hier alle Blumenarten zum Platzen bringen. Okay, geht es zu diesem Alchemisten hier, mach hier die Stufe 3 Verbesserung, die Stufe 4 auf der ersten Reihe. Das Ganze machen wir auch noch bei dem zweiten hier. Der bekommt auch die Stufe 4 auf der ersten Reihe. Da muss ich noch kurz warten, bis ich das Geld dafür zusammengespart habe. So, die Hälfte habe ich schon davon. Ja, und der Rest kommt auch schnell. Guckt ihr das an, selbst die Moab-Klassen, die kommen hier nicht richtig vorwärts, weil dieses Affenflieger-Ass hier einfach alles platt macht und er wird ja auch noch von den Alchemisten unterstützt mit dieser stärkeren Stimulanz. Dadurch ist er noch ca. 60% effizienter, also stärker. Von daher ist das echt super, diese Kombination hier. Also, geh jetzt zum dritten Alchemisten und mach hier noch die Stufe 3 Verbesserung auf der ersten Reihe. Ja, und mehr ist auch nicht notwendig. Das reicht schon bis zur Runde 80. Kannst du da lockerlässig damit arbeiten, also mit diesen beiden Affenfliegerassen und mit diesen Alchemisten hier. Die lassen hier wirklich alles platzen, was hier ankommt. Wie du sehen kannst, kommen die Bloons nicht wirklich weit vor. Später die gepanzerten Moab und BFBs, die werden es vielleicht bis hierher schaffen, aber auch nicht weiter. So, und weil das eigentlich auch schon der Sieg ist, lasse ich das Spiel jetzt einfach mal im Hintergrund schnell ablaufen. Okay, Runde 80 ist da. Hier kommt der ZOMG und jetzt schaut ihr das an. Die nehmen den komplett auseinander. Dem fehlen hier schon ein paar Triebwerke. So, und ich glaube, ja, an dieser Stelle wird er aufplatzen. Und die ganzen Moabs, die da hinterherkommen, haben absolut keine Chance. Okay, das ist der Sieg. Ich bekomme hier 125 Affendollar und einen Sniper mit 002. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.